Wir wollen uns heute beschäftigen damit, wie denn überhaupt Herrschaftsmacht in die Welt kommt, warum, zu welchem Zweck und was man damit ihr macht, damit man zwar die Vorteile von Herrschaft genießen kann, ihre Nachteile aber möglichst nicht erleiden muss. Wir werden also zunächst die Frage beantworten, warum es denn wohl überhaupt politische Ordnung geben soll, Herrschaft oder die Institution des Staates. Wäre die Menschheit nicht viel besser bedient, wenn es sowas wie Staaten nicht gäbe? Dann werden wir der Frage nachgehen, wie sich denn die Macht von Staaten begrenzt und kontrollieren lässt. Und das meint, dass wir uns im Einzelnen befassen mit Dingen wie Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung, Demokratie und Liberalismus, was ganz wichtig ist. So, jetzt können Sie allmählich zur Ruhe kommen, entspannen, sich zurücklehnen und sich fragen, was sind denn ganz zentrale politische Herausforderungen, mit denen man zurechtkommen muss. Und die erste ist die Antwort auf die Frage, wie lässt sich Krieg vermeiden, wie lässt sich Bürgerkrieg vermeiden. Jedem leuchtet ein, dass das nicht unwichtig ist und die Illusion, dass nirgendwo Bürgerkrieg ausbrechen könnte, die sollte man nicht haben. Es ist sozusagen in letzter Minute ein Bürgerkrieg in Katalonien abgewendet worden. In Libanon dachte man, als ich noch etwas jünger war, das ist eine ganz wunderbare multikulturelle Gesellschaft. Aber wenig Zeit später entstand dort jener Bürgerkrieg, der immer noch kein Ende findet. Also es ist schon eine wichtige Frage, wie man Friedlichkeit hinbekommt, wie man friedliches Zusammenleben von Menschen sichern kann, auch ohne Bürgerkrieg, damit nicht das Faustrecht in der Nachbarschaft oder in bestimmten Stadtvierteln regiert. Und wie man bei alledem nicht nur Sicherheit garantieren, sondern zugleich ein Höchstmaß an persönlicher Freiheit gewährleisten kann. Denn dass Sicherheit auch dann besteht, wenn man in Nordkorea lebt und dem Staat getreu ist, das ist schon wahr. Aber Sicherheit allein ohne Freiheit ist auch nicht gerade das, was man sich für sein Leben wünscht. Und so ist doch sehr kompliziert, es zu bewerkstelligen. Die Antwort auf die Frage, wie das geht, lautet, ja, man muss eben gute politische Systeme aufbauen. Die spannende Frage ist dann freilich, worin denn dieses Gutsein eines Systems besteht? Was funktioniert denn und leistet diese guten Dinge? Blicken wir auf die Rahmenbedingungen für politische Systembildung, also das Baumaterial, aus dem wir überhaupt stabile Ordnungen schaffen können. Da haben wir zunächst einmal das, was man nennen kann und was von politischen Theoretikern auch oft zum Ausgangspunkt ihrer Argumente gemacht worden ist, die natürliche Sozialität von Menschen. Aristoteles baute seine ganze politische Lehre darauf auf, der Mensch ist von Haus aus, von Natur aus, ein auf das Zusammenleben mit anderen angelegtes Lebewesen. Und moderne Soziobiologen und Evolutionsanalytiker, die zeigen auch, dass Menschen und ihre Vorgänger im Tierreich schon von Natur aus darauf programmiert sind, mit ihresgleichen friedlich umzugehen. Die Folge der Vorstellung, dass Menschen eigentlich ihre Dinge selbst regeln können, ist die politische Vision des Anarchismus. Wofür braucht es denn Staaten als Zwangsanstalten, wenn Menschen doch eigentlich selbst friedlich leben können? Und das ist eine gute Frage. Wir werden die Antwort auf die Frage gleich sehen, aber halten fest, dass Anarchismus eine sehr verständliche und im Kern lobenswerte politische Position ist. Aber zu den Rahmenbedingungen von politischer Systembildung gehört eben auch, dass Menschen faktisch xenophob sind. Gegenüber Mitgliedern anderer Gruppen sind sie in der Regel sehr skeptisch eingestellt. Es können auch Leute sein, die aussehen wie man selbst und die gleiche Sprache sprechen, aber politisch anders denken und an Montagabenden bestimmte Verhaltensweisen an den Tag legen, die eben andere nicht nachvollziehen können, schwuppdiwupp hat man wieder Feindlichkeit zwischen Gruppen von Menschen und kann sie immer wieder auch in Dresden sich vor Augen führen. Xenophobie, worauf auch immer gegründet und Unfriedlichkeit zwischen Gruppen, Freund-Feind-Denkern, kennzeichnet Menschen genauso. Und hier ist Thomas Hobbes der wichtigste Theoretiker gewesen, der ausgehend von der Feststellung eines Krieges aller gegen alle, was immer Krieg dann bei Hobbes meinen mag, einen Weg aus diesem Dilemma gewiesen hat. In der Folge des hobbesianischen Lösungsvorschlages kommt man zur Wertschätzung von Diktatur und Autoritarismus. Wenn gar nichts anderes hilft gegen Mord und Totschlag, dann kann man immer noch sich einem Diktator unterstellen und hoffen, dass er wohlmeinend ist. Und Sie merken, dass sowohl die Anarchie wie auch die Diktatur irgendwo ganz logisch zu sein scheinen.
Aber in welcher Weise, das müssen wir uns eben näher ansehen. So, und damit sind wir jetzt so weit, dass wir die hobbesianische Theorie zur Staatsbegründung gut verstehen können. Eine Theorie, die nicht etwa veraltet ist. Sie liegt all dem, was man in den internationalen Beziehungen sieht oder Lösungsvorschlägen für die Herstellung von Friedlichkeit sich ausdenkt und zu praktizieren versucht. Sie liegt alledem bis heute zugrunde. Sie ist genauso wenig veraltet wie etwa die aristotelische Theorie davon, wie Menschen gute Ordnung aufbauen könnten. Fangen wir hobbesianisches Denken wie folgt an, nämlich mit Zylindern wie immer. Hier stellen unsere Zylinder Kleingruppen dar. Die Evolutionsbiologen haben ausfindig gemacht, dass Menschen von Natur aus in der Lage sind, ungefähr mit 150 Leuten, können auch 10 mehr oder weniger sein, ohne sich irgendwie anzustrengen, ohne irgendwie sonderliche neue Sozialorganisationen schaffen zu müssen, dass sie also mit 150 Leuten ungefähr vernünftig auskommen können, sich auf sie einlassen können, die Beziehungen managen können. Also das sind die Kleingruppen. Und wenn die nicht größer sind als 150, 200 Leute, ja, dann lassen sich die internen Beziehungen zwischen solchen Gruppen auf der Grundlage der angeborenen, der natürlichen Sozialität regeln, also mit viel Herz. Sie bemerken die sehr feinsinnige Ausdrucksweise dieser Grafik. Aber es gibt ja nicht nur die Gruppen, die herzlich ihre Beziehungen regeln können, sondern zwischen den Gruppen tut sich auch was, insbesondere seitdem Arbeitsteilung entstanden ist, seitdem manche Gruppen mehr haben als andere, seitdem manche Gruppen andere Götter verehren als andere, also anderen Überzeugungssystemen nachgehen. Und zwischen diesen Kleingruppen herrscht oft Konkurrenz, herrscht Unfriedlichkeit, man hat Angst vor dem anderen, eingebildete oder begründete, es herrscht also Xenophobie. Tja, und es ist dann etwas unübersichtlich, man kann das auf die Formel des Streites von allen mit allen, des Krieges aller gegen alle bringen und die Frage lautet, wie kommen wir aus diesem ständigen Bürgerkrieg in Libyen, in Syrien, im Libanon, wo auch immer in der Welt heraus? Aus dieser Unsicherheit, aus dieser Schutzlosigkeit, aus dem, was man in der Analyse internationaler Beziehungen das Sicherheitsdilemma nennt. Der Einzelne versucht, sich zu schützen, indem er sich Waffen beschafft. Aber indem der eine sich Waffen beschafft, fühlt sich der andere von ihm bedroht und rüstet deswegen auch auf. Weswegen man sich fragt, wieso rüstet der andere auf? Doch nicht deswegen, weil ich so gefährlich bin. Ich weiß, dass ich überhaupt nicht gefährlich bin. Ich brauche meine Rüstung bloß als Schutz gegen ihn. Aber er rüstet ja trotzdem weiter. Der Witz ist, der andere denkt genau gleich. Und so kommen die in eine endlose Aufrüstungsspirale hinein, in ein Sicherheitsdilemma, bei dessen Lösungsversuchen im Grunde jeder die eigene Unsicherheit nur noch weiter erhöht, bis es dann irgendwann explodiert und man merkt, dass man weniger gekonnt als gewollt hat. Wie ist die Lösung dessen? Thomas Hobbes schlägt vor, und so machte man es auch, als der moderne Staat entstand, so versucht man es auf internationaler Ebene auch, etwa mit der Gründung der UNO und dem allgemeinen Gewaltverbot in den internationalen Beziehungen, außer zum Zweck der Selbsthilfe oder auch der Fremdhilfe. Der Leitgedanke ist, es geben Menschen ihr natürliches Recht darauf auf, sich selbst zu verteidigen, sich selber Waffen zu halten. Sie geben ihre Waffen ab. Schön wäre es in den USA, da würden weniger Leute umgebracht werden. Sie geben ihr Selbstverteidigungsrecht auf, ihr Selbstjustizrecht auf und übertragen das an eine übergeordnete Stelle. An den Staat, der das Monopol der legitimen Zwangsgewalt hat, der allein verhaften, einsperren, verurteilen und so weiter darf. Also alle Gruppen geben ab, das, was sie tun dürfen und tun können an Sicherung und Gewaltentfaltung, an das, was der Thomas Hobbes den großen Leviathan nennt. Sie schaffen den Staat. Der große Leviathan ist ein übles Ungeheuer aus der Bibel im Übrigen. Der Staat ist nichts Gutes. Der Staat ist eine Notanstalt. Jene Notanstalt, die notwendig ist, damit es nicht Mord und Totschlag gibt. Weit weg ist Thomas Hobbes von aller Vergöttlichung und Verehrung des Staates. Er ist ein Mittel zum Zweck und der Zweck des Staates ist die Sicherung von Frieden. Ja gut, und so machen es andere Kleingruppen auch, die schaffen auch ihre Staaten. Und statt das Problem nun wirklich gelöst zu haben, hat man es nur auf neuer Ebene. Während man innerhalb des Staates Sicherheit im Inneren bekommt, gibt es aber jetzt andere Staaten auch, die es als Großgruppen den gleichen Krieg fortsetzen, den die Kleingruppen bislang geführt haben. Die Stammeskriege ist mal los, die Staatenkriege gehen weiter. Ja, folglich müssen die kleinen Gruppen sich wieder gegen andere schützen, Schutz nach außen, sie begeben sich in ein Sicherheitsdilemma hinein. Und die Frage lautet, wie kommt man aus diesen Problemen raus?
Naja, zunächst einmal kann man den Wert des Staates innerstaatlich begreifen, fragt sich aber, wie denn das weitergehen könnte. Und die Antwort lautet, wie ein jeder weiß, man kann versuchen, die akzeptierte Gruppe, in der man solidarisch ist, Schritt um Schritt zu erweitern. Dass also Franzosen sich nicht als Feinde von Deutschen verstehen und umgekehrt, sondern alle begreifen, dass als Europäer mehr gemein als Trennendes haben. Was zur Anschlussfrage bringt, ja, wie geht dann Europa mit dem Rest der Umwelt, mit dem Rest der Welt um? Sei es mit islamischen, mit afrikanischen Staaten, mit Donald Trump, der vielleicht seine Atomwaffen gegen Europa eines Tages drohen, einzusetzen wünscht, oder mit den Chinesen. Verstehen Sie, das Problem geht so lange weiter, wie es konkurrierende Gruppen gibt. Wo man dann immer wieder überlegen muss, wie schaffe ich auf der nächsthöheren politischen Ordnungsebene Friedenssicherung. Es ist sozusagen das Werk der Friedenssicherung nie vollendet. Aber immerhin wissen wir, wie es im Grunde geht, nämlich so, wie es der Staat geschafft hat, die Gewalt von Kleingruppen, von Stämmern, von Teilstaaten zu beseitigen. Und die Aufgabe besteht sozusagen darin, dieses Werk noch viele Generationen und Jahrhunderte lang immer weiter fortzusetzen, bis am Schluss die gesamte Menschheit die Vorteile haben kann, die Teile der Menschheit innerhalb der funktionierenden Staaten jetzt schon genießen. Also das, was mit Staatsbildung beginnt, setzt sich dann fort in der Verregelung internationaler Beziehungen, über internationale Regime beginnend, bis hin zu supranationalen Organisationen, etwa von der Art der Europäischen Union, mit einigen Folgeproblemen. Denn wie sichert man denn den Zusammenhalt, den Menschen brauchen, wenn sie ihre Selbstschutzrechte an eine nächsthöhere Instanz abgeben sollen? Wenn es nämlich dann beim Versagen der nächsthöheren Führungsebene an ihre eigene Existenz geht, wie viel Vertrauen muss aufgebaut sein, bis man sich des persönlichen Schutzes begibt? Und wir sind mittendrin in sehr tiefgreifenden Problemen auch der aktuellen Politik. Die klammern wir jetzt aus und beschränken uns darauf, wo das schon gelungen ist, nämlich auf den Staat. Nochmal, wir wissen als Ingenieure des Politischen im Grunde, wie es gehen kann. Aber es geht noch nicht so weit, wie es hoffentlich eines Jahrhunderts gehen wird. Schauen wir auf die Doppelaufgabe, die in einer wirklich guten politischen Ordnung gelöst werden muss. Es muss zunächst mal verlässliche Herrschaftsmacht aufgebaut und gesichert werden. Im Staat geht das schon. Denn das ist die historische Lösung. Man erfindet den Staat. Staat, der Begriff, kommt von dem lateinischen Wort Status, Zustand. Und dort, wo das Wort in der modernen Bedeutung anfängt aufzutauchen, nämlich im politischen Denken der Renaissance, insbesondere bei Machiavelli, der bezeichnet lo Stato, also was der Status auf Latein ins werdende Italienisch ist, der bezeichnet lo Stato einen festgefügten Zustand der gesellschaftlichen Ordnung. Also einen Zustand, wo man sich darauf verlassen kann, was geschieht und was nicht geschieht. Wo Berechenbarkeit eintritt, wo Übersichtlichkeit ins Leben kommt und wo es die Chance gibt, die bestehenden Zustände ja aufrechtzuerhalten, weiterzuentwickeln. Das ist der Leitgedanke von Staatlichkeit. Verfestigung des stets zum Zusammenbruch, zum Bürgerkrieg neigenden menschlichen Zusammenlebens in überschaubaren Strukturen. Und das ist im Wesentlichen vor so 8000 Jahren oder mögen es 9000 Jahre gewesen sein, geschaffen worden. Da wurde der Staat erfunden. Woher weiß man, dass der Staat da erfunden worden ist? Ja, im Wesentlichen weiß man es aufgrund archäologischer Überlieferungen. Wenn Sie irgendwo riesige Dammbauten sehen oder riesige Tempelbauten sehen, dann können Sie sich klar machen, dass bei der damaligen Technik das lange gedauert hat, um das zu errichten und viele Leute beteiligt sein mussten mit relativ langen Logistikketten. Damit sie aber viele Leute über sehr lange Zeit in lang ausgreifenden Logistikketten zusammenbringen, brauchen sie eine Organisation, die allgemein verbindliche Regeln und Entscheidungen zu produzieren und durchzusetzen vermag. Und folglich sind die ältesten Großbauten der Menschheit die ältesten Hinweise darauf, seit wann es halbwegs verlässliche politische Ordnungsformen gibt, die wir etwas grobschlächtig Staaten nennen. Wenn aber der Staat einmal da ist, ist zwar viel gewonnen, aber noch nicht das wirklich Schöne, denn die Staatsmacht, die man ja will, die muss dann auch gebändigt und begrenzt werden, damit es einem nicht geht, wie in so manchen Diktaturen. Eine Diktatur hat heute übrigens Geburtstag. Welche Diktatur ist es, die heute Geburtstag hat? Na? Laut?
die der Sowjetunion. Heute ist Jahrestag der großen proletarischen Oktoberrevolution, welche die sowjetische Diktatur herbeigeführt hat. So, solche Staatsmacht muss natürlich irgendwie begrenzt werden. Und das ist eben die Doppelaufgabe politische Ordnung. Und in der sehen Sie, wie die zwei grundsätzlichen Möglichkeiten, mit den menschlichen Fähigkeiten umzugehen, eingehegt werden können. Sie brauchen schon Autorität, aber auch nicht zu viel. Sie sollen sich schon den Staat so einrichten, dass man sich auf möglichst viel menschliche Selbststeuerungsfähigkeit verlassen kann. Also die Leitgedanken von Autoritarismus und Anarchismus soll man gleichzeitig zu verwirklichen versuchen. Und wie das geht, das machen moderne arbeitsteilige Staaten halbwegs brauchbar vor. Politische Systembildung in der beschriebenen Art beginnt steht mit dem Aufbau von Herrschaft. Na, jetzt müssen wir wissen, was Herrschaft bedeutet. Max Weber ist wie immer oder wie so oft unübertrefflich. Herrschaft ist die verlässliche Chance, für einen Befehl angebbaren Inhalts Gehorsam zu finden. Der, dessen Befehle verlässlich Gehorsam finden, ist der Herr. Jene, die gehorchen müssen, sind die Untertanen. Und nur auf der Basis von gesicherter Herrschaft, dass also Anordnungen wie Steuerzahlen auf der Straße links fahren, keine Leute umbringen, den anderen nicht ihr Eigentum wegnehmen, Steuern nicht hinterziehen, nur auf der Basis, dass dies alles durch gesicherte Herrschaft durchgesetzt wird, kann ein politisches System sein Leistungsspektrum erfüllen, nämlich überhaupt allgemein verbindliche Regelungen und Entscheidungen herzustellen. Wenn man sich an staatliche Regeln nicht hält, ja, dann wird das nicht gelingen. Es gibt inzwischen in Deutschland eine Menge von Leuten, die nennen sich Reichsbürger. Sie behaupten, der Staat würde gar nicht existieren, er sei bloß eine Firma. Beweis, wir alle haben einen Personalausweis. Folglich sind wir ausgewiesen als Personal. Wer hat Personal? Eine Firma. Woraus zu folgern ist, die Bundesrepublik Deutschland ist kein Staat, sondern nur eine Firma. Sie kann folglich keine Herrschaft über uns ausüben. Wenn jemand von uns Steuern eintreiben will oder gar als Gerichtsvollzieher uns etwas pfändern will, dann haben wir jedes Recht, ihn rauszuschmeißen. Und wenn er nicht freiwillig geht, dürfen wir ihn kidnappen, was in Sachsen schon einmal geschehen ist, oder gar erschießen, was vor einiger Zeit in Bayern vorgekommen ist. Also Sie sehen an dieser Reichsbürgerei, wie richtig der Satz ist, nur auf der Basis von gesicherter Herrschaft kann ein Staat überhaupt funktionieren. Und dieses Durchsetzen seiner Entscheidung, das muss er auch gewährleisten. Den Unterschied macht es nun, ob denn diese ausgeübte Herrschaft von den Regierten als zu Recht ausgeübt empfunden wird oder als zu Unrecht ausgeübt. Denn wenn die Regierten sagen, das ist ja ganz in Ordnung, dass unser König Vorschriften macht, wo kämen wir denn hin, wenn er keine Vorschriften machte? Dann braucht der König wesentlich weniger Macht, um seine Regeln durchzusetzen, als ein König, von dem die Leute sagen, ja, das ist vielleicht ein Fiesling und völlig unfähig. Er verprasst das Wohl des Volkes. Weg mit ihm. Also wenn eine Herrschaftsordnung nicht auf Legitimität trifft, nicht für rechtens gehalten wird, dann wird unglaublich viel an Ressourcen vergeudet, um überhaupt das Herrschen durchzusetzen. Herrschen geht leicht, wenn die ausgeübte Herrschaft akzeptiert wird. Die römischen Juristen hatten dafür den Satz, volenti non fit injuria, dem, der einwillig, geschieht kein Unrecht. Wer akzeptiert, beherrscht zu werden, etwa von einer demokratisch legitimierten Regierung, der widersetzt sich dann meistens Steuerbescheiden und Strafbefehlen und so weiter nicht. Also hat uns der Begriff der Herrschaft zum Begriff der Legitimität geführt. Auch den hat unübertroffen Max Weber definiert. Legitimität meint, dass Herrschaft als zu Recht ausgeübt gilt. Aha, schön. Aber unter welchen Umständen sind wohl Menschen bereit, Herrschaft, die über sie ausgeübt wird, als zu Recht ausgeübt zu empfinden? Max Weber hat darüber eine unübertreffliche Antwort gefunden, die heute noch von sämtlichen Politikwissenschaftlern weltweit mit voller Überzeugung nachgebetet wird, auch von mir. Das sind seine drei Typen reiner Legitimität. Und der Kerngedanke dahinter lautet, zu welchem Grad Herrschaft legitim ist, hängt allein davon ab, was die Regierten über die Legitimitätslage und ihre Gründe glauben. Die Grundlage von Legitimität ist der Legitimitätsglaube der Regierten. Na gut, jetzt haben die Frage nur weiter verschoben. Jetzt müssen wir fragen,
Aus welchen Quellen strömt denn Legitimitätsglaube? Wie kommen Menschen überhaupt auf die Idee, dass eine über sie ausgeübte Herrschaft zu Recht ausgeübt werden könnte? Und hier kommen Max Webers drei Idealtypen von Legitimität rein. Aus drei Gründen halten Menschen typischerweise Herrschaft für legitim. Erstens, sie sagen, das war doch schon immer so. Immer schon hatten wir einen König, mal einen schlechten, mal einen guten. Wenn wir einen guten haben, ist alles perfekt. Wenn wir einen schlechten haben, ist es immer noch besser als die Zeit, wo wir gar keinen hatten und Bürgerkrieg gewesen ist. Das, was sich bewährt hat, bleibe weiter so. Bei uns in Nordkorea ist die dritte Generation der großen Führer an der Macht. Geht es uns wirklich schlecht? Nein, denn wir kennen nichts anderes. Sind wir toll? Ja, denn sogar die Amerikaner haben Angst vor uns und unseren Atomwaffen. Mein Gott, warum soll denn nicht auch die vierte Generation der großen sozialistischen Herrscherdynastie uns regieren? Und jetzt vom nordkoreanischen Beispiel weggehend, so hat man in Europa über Jahrhunderte die Herrschaft der Habsburger, der Bourbonen und von sonstigen Dynastien akzeptiert. Zweiter Grund. Es war nicht immer so, aber derjenige, der gerade regiert, der ist einfach toll. Er ist der größte lebende Wissenschaftler wie Ceausescu in Rumänien. Er ist der weise Lenker aller Völker wie Stalin. Oder er hat so tolle Augen und kann so toll reden wie Adolf Hitler. Wir wissen einfach, der Führer hat Recht. Wir wissen einfach, das, was der Führer tut, ist von Gott gewollt. Deswegen sind wir dem Ayatollah Khomeini gefolgt. Denn er befolgt Gottes Wort, so wie es im heiligen Koran steht, den Gott ja nicht ohne Grund über den Engel Gabriel wörtlich den Menschen geoffenbart hat. Also, die Herrschaft ist charismatisch legitimiert. Der Inhaber der Herrschaft kennzeichnet sich durch ein Besonderes an ihm als Person, durch seinen Immediatbezug zum Göttlichen, zur Wissenschaft oder so weiter bestehenden inneren Wesen, das ihn zum legitimen Herrscher macht. Charisma entsteht, kann auch verblassen. Am Schluss wurde Mussolini aufgehängt. Aber davor hat er 20 Jahre lang ziemlich charismatisch regiert. Und die dritte Quelle von Legitimität neben Tradition und Charisma ist die Vernunft. Es kann sein, dass Leute sagen, naja, regiert muss irgendwie werden aus den Gründen A bis X. Und da gibt es vernünftigere und weniger vernünftige Weisen. Und so wie wir das Regieren bei uns eingerichtet haben, naja, ist es ziemlich in Ordnung. Sicher, man kann alles verbessern, aber im Grunde ist es vernünftig, Wahlen zu haben, Parlamente zu haben, Volksabstimmungen zu haben, unabhängige Justiz zu haben, Pluralismus zu haben. Mein Gott, blöd, ich bin zwar in der Minderheit im Moment, kann sich eines Tages ändern, aber wesentlich vernünftiger, meine ich, kann man es nicht einrichten. Also wir haben drei Gründe, warum Menschen glauben können, dass die über sie ausgeübte Herrschaft zu Recht ausgeübt wird. Und wenn die Leute das glauben, dann wird das Herrschen leicht oder leichter und wird auf alle Fälle kostengünstiger, als wenn das Herrschaftssystem sich immer wieder gegen Widerstand durchsetzen muss, weil die Herrschaft als illegitim gilt. Wenn ich nun eine nachhaltig wirkungsvolle Herrschaft aufbauen will, da muss ich mindestens zwei Fragen als Ingenieur des Politischen und als praktischer Politiker beantworten können. Wie lässt sich Herrschaftsmacht, also die Macht, die Chance für einen bestimmten Befehl gehorsam zu finden, wie lässt sich Herrschaftsmacht sichern? Und zum anderen, jetzt aus der Warte des Regierten, wie lässt sich die Herrschaftsmacht bändigen, sodass sie mir nichts Böses tut? Und von den Antworten auf die beiden Fragen, wie sichere ich Macht und wie weit gelingt es, die Macht zu bändigen, hängt im Wesentlichen ab, wie die Regierten über die über sie ausgeübte Herrschaft nachdenken, also ob Legitimitätsglaube entsteht, also ob legitime oder illegitime Herrschaft entsteht. Beachten Sie das, was in der grünen Box steht? Aus heutigem Denken wirkt es so, als sei A, überhaupt das Bestehen von Herrschaft ganz normal. Und das sei es zweitens ganz normal, dass Herrschaft legitim ist. Denn illegitime Herrschaft darf doch nicht sein und folglich wird sie auch nicht sein. Wie kommt man eigentlich auf so einen schwachsinnigen Gedanken, dass das, was nicht sein darf, nicht sein kann?
Faktisch ist es so, dass es eine historische Ausnahme ist, dass überhaupt Herrschaft gelingt über längere Zeiträume und eine noch größere Ausnahme, dass legitime Herrschaft entsteht. Es ist erklärungsbedürftig, warum das gelingt. Denn historisch üblich und heute wiederkehrend in Gestalt gescheiterter Staaten, üblich sind herrschaftslose Räume mit instabilen und eher clanartigen Gruppen, welche über die Situation des Krieges aller gegen alle nicht hinausgelangen. Und alle staatlichen Strukturen, die bestehen, sind ständig bedroht, davon zurückzufallen in einen solchen Zustand. Also, Staatlichkeit ist eine Ausnahme. Und es ist sehr leichtfertig, bestehende politische Ordnung durch Überlastung zu riskieren. Das kann man tun, aber die Folgen sind meistens nicht sehr erbaulich. Die Reue ist dann zwar zu spät, aber dann umso heftiger. Das alles ausgeführt habend, rettet uns jetzt nichts vor der Frage, ja, unter welchen Umständen entsteht denn dann überhaupt ein verfestigter Zustand gesellschaftlicher Ordnung? Also, unter welchen Umständen entsteht das, was wir einen Staat nennen? Naja, wenn man in die Geschichte blickt, entdeckt man die folgenden typischen Kristallisationspunkte von Staatlichkeit, wenn man eben untersucht, wo wir gesehen haben, dass der Staat entstanden ist und die Umstände rekonstruieren können. Fall Nummer eins, es ist notwendig, gemeinsame Anstrengungen dauerhaft zu machen. Etwa in Wasserbaukulturen im Niltal war es einfach notwendig, dass zu bestimmten Zeiten ausgesät wird, denn säte man zu spät aus, naja, dann vertrug sich das Ernten nicht so ganz mit den Nilüberschwemmungen. Und wenn man zu früh aussäte, auch nicht. Das heißt, man musste die Nilüberschwemmungen prognostizieren können und dann musste man dafür sorgen, dass in diesem engen Niltal eben alle zu einem bestimmten Zeitpunkt anbauen, alle zu einem bestimmten Zeitpunkt ernten. Und weil irgendwann die Nilüberschwemmung nicht so toll ausfallen konnte, war es irgendwann ratsam, auch noch Vorratsspeicher zu bauen. Ja? Und das alles führt dazu, dass Sie eine bestimmte politische Organisation aufbauen müssen. Oder wenn Sie meinen, Sie müssen mit der überweltlichen Götterwelt verkehren und brauchen dafür große Tempel, ja, irgendjemand muss die bauen und unterhalten. Es gibt inzwischen gute archäologische Begründungen dafür anzunehmen, dass der Übergang der Menschheit zur Sesshaftigkeit in der östlichen Türkei sich um den Zweck herum vollzogen hat, dass dort die ersten wirklich ganz großen Tempelbauten errichtet worden sind, dass aber die Logistik ohne Staatlichkeit, lange Lieferketten und so weiter nicht hat funktionieren können, sodass der Staat sich unmittelbar den Bedürfnissen religiösen Kultes verdankte. Manche Leute sehen das anders, aber es ist eine durchaus nicht unplausible Hypothese. Zweiter Kristallisationspunkt von Staatlichkeit nach dem, was wir aus der Geschichte wissen. Dort, wo es eine ziemlich dichte Besiedlungsstruktur gibt, entstehen leicht auch Produktionsstrukturen, wo man arbeitsteilig hochwertige Güter produziert, die dann eben Anreize für Fernhandel setzen. Also wo man mit weiter entfernten Völkerschaften sich austauscht, aber wenn sie Fernhandel machen, dann brauchen sie Verkehrsmittel, die müssen sie verlässlich produzieren. Sie brauchen auf längeren Verkehrsstrecken Versorgungspunkte zwischendrin. Und insbesondere, wenn sie durch Fernhandel reich werden, werden sie zu einer steten, zu einem steten Bezugspunkt der Begier von Nachbarn. Bei ihnen gibt es zum Essen im Überfluss, Waffen im Überfluss, Gold im Überfluss, hübsche Mädels oder hübsche Männer im Überfluss, was alles es bei uns nicht gibt. Kurzum, wirtschaftlicher Erfolg hat in der Geschichte immer wieder Eroberungsgelüste nach sich gezogen. Folglich entsteht genau um wirtschaftlichen Erfolg herum Nachfrage nach militärischer Sicherung. Und wenn Sie auf die Landkarten der Welt gucken, sehen Sie, dass die frühesten Siedlungspunkte oder die frühesten Kristallisationspunkte von Staatlichkeit, Gedankenstrich, sofern nicht in Wasserbaukulturen wie an Nil und Indus, Gedankenstrich, dass die ersten Kristallisationspunkte von Staatlichkeit sich dort befunden haben, wo dicht besiedelte Gebiete gestoßen sind an noch nomadisierende Weltregionen. Etwa im Zweistromland mit nomadisierenden Gruppen, die dann aus dem iranischen Hochland gekommen sind. Wo also militärische Schutzwünsche die Entstehung und die Akzeptanz von verlässlicher Herrschaftsmacht gefördert haben.
Ja, und dann gibt es natürlich den Export von Staatlichkeit, dass es den modernen westlichen Staat auf der ganzen Welt gibt, zumindest der Fassade nach, hat im Wesentlichen damit zu tun, dass im späten 19. Jahrhundert die Europäer plus ihre amerikanischen Kolonien den größten Teil der Welt beherrscht haben, mit Ausnahme von Japan und von China. Und dass sie eben dort ihren eigenen Staatstyp, ihre eigenen Institutionen aufgerichtet und nach ihrem Abzug als Kolonialmächte hinterlassen haben, sodass die Fassade des westlichen Staates dort besteht, auch wenn er meistens nicht richtig funktioniert. Also, das waren die Kristallisationspunkte von Staatlichkeit und der Staat fängt damit an, dass irgendwelche Gruppen ein Monopol auf legitime physische Zwangsgewalt einführen und durchsetzen. Ich, Stadtkönig, von Gott eingesetzt, ich allein mache Gesetze, ich allein bestimme über die Zuteilung knapper Güter, ich allein befehle, dass dir der Kopf abmontiert wird oder drangelassen wird, dass du ins Gefängnis kommst oder freigelassen wirst. Ich, König, erobere dein Gebiet und künftig hast du mir zu gehorchen. Wenn nicht, siehe vorhin, Rübe ab, rein ins Gefängnis. Elite natürlich ausgerottet, sofern sie nicht in meine Dienste tritt. Dieses Machtmonopol, das an irgendeiner Stelle steht, im Grenzfall als ganz persönliche Herrschaft, die an die Lebenszeit eines überragenden politischen Führers, was immer überragend meinen will, geknüpft ist, dieses Monopol kann man dann auch noch systematisieren, und jetzt sind wir schon im Bereich der Ausnahmen, dass auf einem bestimmten Gebiet über die dort lebenden Leute ganz zuverlässig Zwangsgewalt ausgeübt wird. Dass also dort völlig klar ist, welche Gesetze gelten und was dem passiert, der sich an die Gesetze nicht hält. Sowas nennt sich dann Staat in der berühmten Dreifaltigkeitsdefinition von Jelinek. Staat ist die Einheit von Staatsgebiet, Staatsvolk und Staatsgewalt, wobei Staatsgewalt etwas über Generationen Verlässliches meint. Das ist relativ selten, dass es so weit kommt, aber es kommt ja bekanntlich so weit, etwa in Europa. Nun leuchtet ein, dass die Staatlichkeit, ein Zustand von Ordnung, etliche Vorteile hat. Und diese Vorteile wollen wir uns nun näher anschauen. Sobald Sie einen Staat in der beschriebenen Weise haben, ist die Gefahr des Bürgerkrieges im Grunde gebannt. Es gibt Chancen auf friedliche Entwicklung im Inneren. Und wenn Sie bei Thomas Hobbes das Buch über den großen Leviathan lesen, finden Sie wunderbare Passagen, wo er beschreibt, wie denn unter gesicherter öffentlicher Ordnung Handel und Wandel und die Wirtschaft gedeihen und die Gesellschaft sich entwickelt. Da kann man den Thomas Hobbes nachgerade als einen frühen Theoretiker des Liberalismus lesen. Der Staat ist da und solange nicht in Frage gestellt wird, kann die Gesellschaft sich wunderbar entfalten. Man darf nur die Autorität des Staates nicht in Zweifel ziehen. Und an dieser Stelle kommt natürlich hobbesianisches Denken mit liberalem Denken, milde formuliert, in Konfliktbereiche. Wenn Sie den Staat haben und wenn er funktioniert und sich die Gesellschaft entwickelt, dann können Sie natürlich auch die Steuerungsmöglichkeiten des Staates und derer, die ihn regieren, effektivieren. Sie können seine Gestaltungsmöglichkeiten verbessern. Denn wenn die Gesellschaft reich ist und die Wirtschaft funktioniert, ja, dann können Sie gesellschaftlichen Reichtum in Gestalt von Steuern und Abgaben abziehen. Der Staat hat dann einfach mehr Geld, das er für gleich welche Zwecke einsetzen kann. Er kann zum Beispiel mit dem Geld, das über Steuern einkommt, rationale Verwaltungsstrukturen aufbauen. Er muss dann das Eintreiben von Steuern nicht mehr an Steuerpächter abgeben, die sich erst mal selbst bereichern, sondern kann im Idealfall korruptionsfreie Steuerbeamte einsetzen, kann einen öffentlichen Dienst entwickeln, der mit guter Ausbildung sachgerecht die administrative Steuerung eines Gemeinwesens durchführt. Sie können, wenn das alles gut funktioniert, das erzeugen, was beim Markt heißt, das Mehrprodukt. Es wird mehr produziert, als gebraucht wird. Es kommt mehr Geld ein, als der Staat für die Erfüllung seiner elementaren Aufgaben benötigt. Dieses Mehrprodukt, dieses Mehrgeld kann umverteilt werden, unter anderem nach Gerechtigkeitsgesichtspunkten. Wenn den Staat Menschen regieren, denen an den Schwächeren in der Gesellschaft liegt, dann können Sie den Reicheren nehmen und den Ärmeren geben. Dann können Sie auf soziale Gleichheit, auf soziale Gerechtigkeit hinwirken, kurzum den modernen Sozialstaat aufbauen und betreiben, solange der Staat funktioniert.
Und das ist kein geringer Vorzug. Und obendrein, wenn es einen Staat gibt und er funktioniert, dann haben sie auch klare Ansatzpunkte für die Bändigung und Begrenzung von Staatsmacht. Wenn klar ist, wie der Laden läuft, wer wofür zuständig ist, wie man die Zuständigkeiten reguliert, ja, dann wird klar, wie man denn Machthaber kontrollieren kann, etwa durch Gewaltenteilung, an die Leine legen kann, etwa durch Gesetze, rückbinden kann an die Zustimmungsbereitschaft der Regierten, etwa durch die Einführung von Demokratie. Das geht natürlich erst dann, wenn der Staat überhaupt funktioniert. Überlegen Sie sich mal, wie Sie in Libyen Demokratie einführen. Ja, solange der Staat nicht funktioniert, gibt es gar keine Ansatzpunkte dafür, eine Macht, die gar nicht da ist, zu bändigen. Es ist also offenkundig, dass der Staat jede Menge von Vorteilen stiftet. Und der Vergleich der staatlichen Ebene mit der internationalen Ebene, wo alle diese Vorteile nicht da sind, in einer globalisierten Weltgesellschaft voller Ungerechtigkeit, voller Unfrieden und so weiter, sieht man, wie gewaltig die Vorteile des Staates sind. Dann liegt freilich die Frage nahe, ja, warum gibt es denn nicht überall Staaten, wenn das so doll ist? Folglich müssen wir jetzt auch noch einen Blick auf die Kosten von Staatlichkeit werfen. Und die sind schon ziemlich groß. Der Staat kostet wirtschaftlich. Ohne Armee, Polizei, Verwaltung, also ohne den harten Kern von Staatlichkeit, können Sie ja kein Herrschaftssystem aufrechterhalten, wo durchgesetzt wird, dass staatliche Anordnungen auch befolgt werden. Und wenn Sie gar noch den Staat als Sozialstaat ausbauen und wenn der Legitimitätsglaube der Bevölkerung daran hängt, dass der Staat ein Sozialstaat ist, also auf soziale Gerechtigkeit hinwirkt, dann braucht der Staat erst recht viel Geld. Und weil heute an der Sozialstaatlichkeit, insbesondere in Europa, überhaupt die Legitimität von Staatlichkeit festgemacht wird, können die europäischen Staaten gar nicht anders, als wahnsinnig teuer zu sein. Und das heißt, sie müssen auf wirtschaftliche Effektivität ausgehen. Wenn aber eine Wirtschaft etwa im globalen Wettbewerb nicht mehr funktioniert, bricht zunächst die sozialstaatliche Sicherung zusammen, dann der Legitimitätsglaube, im schlimmsten Fall der Staat überhaupt. Also Staatlichkeit funktioniert erst ab einem Mindestmaß an wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit und wo das nicht da ist, etwa in Somalia, funktioniert der Staat auch nicht. Der Staat erzeugt jede Menge von politischen Kosten. Der Kern von Staatlichkeit ist ja die Durchsetzung des Monopols auf legitime Gewaltausübung. Bewaffnungsmonopol, Verhaftungsmonopol, Justizmonopol beim Staat. Ja, aber das müssen Sie erstmal durchsetzen. Schauen Sie mal in die USA. Selbst wenn ein Präsident wie der letzte, Obama mit Namen, theoretisch versucht, das Recht aller Amerikaner, auch automatische oder zumindest halbautomatische Waffen persönlich zu besitzen, zu beseitigen, er hatte nicht die Macht, es innenpolitisch durchzusetzen. Und wenn sich amerikanische Präsidenten und Kongressleute gar nicht erst mit den diesbezüglich organisierten Interessen anlegen wollen, ja, dann wird halt das staatliche Bewaffnungsmonopol auch nicht durchgesetzt. Und wenn es Staaten gibt, wo die Regierung schwach ist und von Oligarchen abhängt, von ausländischen Firmen oder von Stammeshäuptlingen, tja, dann ist nicht gewährleistet, dass die Zentralregierung wirklich regiert. Schauen Sie nach Afghanistan. Mit unglaublich viel westlichem Geld wurde da die Fassade einer Regierung aufgebaut, die aber hinten und vorne nicht funktioniert und auch auf absehbare Zeit nicht funktionieren wird. Die politischen Kosten sind so gigantisch, dass sie ab und zu gar nicht getragen werden können. Und dann hat der Staat jede Menge von sozialen Kosten. Schauen Sie, es ist nicht so, dass es ein Naturgesetz ist, dass Menschen sesshaft sind. Eliten heute legen ohnehin Wert darauf, mobil zu sein. Und manche Zeit ihres Lebens in Singapur, manche in London, manche in Frankfurt, manche an anderen schönen Plätzen der Welt zu verbringen. Und lange Zeit gab es das Phänomen von Nomaden. Reden Sie mit Israelis, reden Sie mit Ägyptern, die haben echte Nomadenprobleme. In Europa sind die geschrumpft auf die Sinti, die Roma und andere Stämme dieser Völkerschaft, deren Sammelnamen nur noch von ihnen selbst benutzt werden darf, aber von anderen nicht mehr. Auf Französisch heißen jene, die auf Englisch Gypsies heißen, dann wenigstens Nomade oder Zigan natürlich auch. Aber sie stellen ganz kleine Probleme dar, in Tschechien freilich schon etwas größere. Also Nomadentum und Sesshaftigkeit
In Europa weitgehend unproblematisch, in manch anderen Teilen der Welt überhaupt nicht unproblematisch. Schauen Sie auf die Vorstellung von öffentlichen Ämtern. In einem normalen Staat europäischer Art geht man davon aus, wer ein öffentliches Amt hat, übt dieses Amt unparteilich aus. Er begünstigt keine Freunde, er begünstigt keine Verwandte. Soziale Beziehungen sind für das Innehaben eines öffentlichen Amtes als Steuerbeamter, als Richter, als Polizist unerheblich. Vor dem Gesetz, vor dem Staat sind alle gleich. Wenn Sie aber in Kulturen leben, wo ethnische Bande, Familienbande ganz wesentlich sind, dann kann es vorkommen, dass ich, der ich jetzt in irgendeinem Staat Minister geworden bin, dass ich als ein menschliches Schwein gelte, wenn ich die Möglichkeiten meines Ministeramtes nicht dafür verwende, denen in meiner Familie, denen es schlecht geht, eine bessere Lebensposition zu verschaffen. Also Korruption, das, was wir als Korruption bezeichnen, nämlich die Vermischung von öffentlichem Amt und privaten Interessen, gilt in anderen Kulturen als nachgerade notwendig und unverzichtbar. Ja, wie machen Sie einen Staat, wenn die Inhaber öffentlicher Ämter nach privaten Interessen agieren? Also hier Korruptionsfreiheit durchzusetzen, Sesshaftigkeit durchzusetzen und so weiter, das kann extrem schwierig sein. Und ethnische Diversität soweit für gegenstandslos zu erklären, dass ein Staat gleichwohl insgesamt funktioniert, kann auch schwierig sein. Früher musste man dann immer die Beispiele etwas mühsam suchen, aber seitdem die Katalanen um ein Haar Spanien in einen Bürgerkrieg oder zumindest Katalonien in einen Bürgerkrieg gebracht hätten, erkennen wir die Brisanz von ethnischen Identitäten hinsichtlich der Stabilität von Ordnungsstrukturen staatlicher Art auf das Deutlichste. Auch in Schottland haben wir es gesehen, in Belgien ist es ein Dauerproblem. Und obendrein kostet ein Staat viel, in seinem ganz normalen Betrieb. Demokratien kosten viel. Jeder von Ihnen hat sich mal darüber aufgeregt, wie viel denn die Parlamente kosten und ob man sie nicht verkleinern sollte. Die wenigsten Leute wollen hören, dass der Bundestag jeden Deutschen pro Kopf und Jahr ungefähr 1,5 Kästen Bier kostet. Und der Sächsische Landtag auch ungefähr 1,5 Kästen Bier. Das heißt, wir Sachsen pro Kopf und Jahr bezahle mit 3 Kästen Bier für Parlamente. Ist das jetzt zu viel oder zu wenig? Also, kostet aber auf alle Fälle auch. Die schlechte Nachricht oder die gute Nachricht, sagen wir so, lautet, dass Diktaturen noch wesentlich mehr kosten. Stellen Sie sich vor, wie viel Geld die DDR zur Verfügung gehabt hätte, um in den Kapitalstock zu investieren, wenn sie nicht so wahnsinnig viel Knete für ihr Ministerium für Staatssicherheit und seine immensen Datensammlungen und so weiter hätte ausgeben müssen. Also, Staatlichkeit kostet auch, und weil eben Staatlichkeit kostet und die Kosten oft nicht getragen werden können, die wirtschaftlichen, politischen, sozialen und die Transaktionskosten nicht, hat man eben den Staat viel seltener, als es der Menschheit gut täte, ihn zu haben. Und bloß aus gutem Willen entsteht kein stabiler Staat, wie wir am Beispiel von Afghanistan auch als Deutsche unmittelbar erleben konnten. So viel zu den Vorzügen und zu den Kosten von Staatlichkeit. Ich hoffe, dass bislang klar geworden ist, warum es gut ist, einen Staat zu haben, warum er eine historische Ausnahme ist und warum man sich mit der Frage beschäftigen sollte, was können wir tun, damit Staaten, wenn sie einmal bestehen, erhalten bleiben, nämlich für ihre Legitimität zu sorgen und wie wir zum anderen die Staatsmacht bändigen können, sodass Legitimität hoffentlich fast wie von selbst entsteht. Gibt es zum bislang Ausgeführten etwas nachzufragen oder zu diskutieren? Wenn das nicht der Fall ist, schauen wir uns die Möglichkeiten der Bändigung der Staatsmacht an. Deren gibt es mindestens 4 oder 4 gibt es und die wollen wir besprechen. Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung, Demokratie und Liberalismus. Naja, fangen wir mit der Rechtsstaatlichkeit. Und jetzt Achtung! Vieles, was viele zu wissen glauben, kommt jetzt wieder. Und manche glauben freilich mehr zu wissen, als sie wissen. Und manche glauben mehr verstanden zu haben, als sie wirklich verstanden haben. Also seien Sie jetzt nicht vorschnell mit dem zufrieden, wovon Sie glauben, Sie hätten es längst verstanden. Seien Sie neugierig auf die Anschlussdenkfiguren. Fangen wir mit dem Rechtsstaat. Der Pfeil zeigt schon an, dass es verschiedene Sorten von Rechtsstaat und eine Entwicklung von Rechtsstaatlichkeit gibt.
Der einfachste Fall eines Rechtsstaates ist, dass die Regel gilt und auch eingehalten wird, dass alles staatliche Handeln einer Rechtsgrundlage bedarf, ganz gleich, wie sie aussieht. Achtung! Wenn Sie Ihr Denken über Rechtsstaat so beginnen, leuchtet sofort ein, dass der Gegenbegriff zum Rechtsstaat nicht etwa lautet Unrechtsstaat. Der Gegenbegriff zum Begriff Rechtsstaat lautet Willkürstaat. Ein Willkürstaat ist ein Staat, in dem jene, die herrschen, nach ihrem Willen küren, also wählen, festlegen, was sie tun. In einem Willkürstaat legen die Regierenden fest, nach eigener Lust und Laune, was sie tun. In einem Rechtsstaat können sie das nur so weit, wie Rechtsregeln ihnen das erlauben. Wobei die Rechtsregeln dem Staat eine breitere Handlungsmöglichkeit oder eine engere Handlungsmöglichkeit geben können. Der Rechtsstaat fängt also damit an, dass die Spielregel da ist, es braucht irgendeine Rechtsgrundlage. Wie immer sie aussieht, eine Verfassung, ein Gesetz, weiß der Teufel was. Jetzt geht's weiter und an dieser Stelle fallen die meisten aus der Kurve. Die Rechtsgrundlagen fallen ja nicht vom Himmel. Irgendwie muss er festgelegt werden, was gilt denn jetzt als Recht? Und oft ist es auch so, dass man Rechtsregeln weiterentwickeln muss, weil die Umstände, in denen es zu handeln gilt, sich verändert haben. Sodass die Frage lautet, wie verändere ich denn jetzt die Rechtsgrundlagen, an die das staatliche Handeln gebunden ist? Tja, da könnte man sagen, ja, da gibt es den Grundsatz, Not kennt kein Gebot. Wenn die Rechtsgrundlagen nicht ausreichen, um das zu tun, was notwendig ist, dann beschließen halt jene, die die Pflicht des Regierens haben, was denn fortan als Recht gelten soll. Sie schöpfen freihändig neues Recht, wie es in der Geschichte des Regierens immer üblich war. Pharaonen, Zaren, Könige und Kaiser haben aus eigenem Ermessen Recht geschaffen. Tja, wie kommen wir hier aus einer Situation der Willkür heraus, wo einfach die Regierung jenes Recht schafft, das sie braucht, weil die Regel gilt, sie braucht Rechtsgrundlagen und wenn ich keine habe, dann mache ich mir halt welche. Wie kommen wir da raus? Der zweite Anstrich sagt es. Zum Rechtsstaat gehört auf der zweiten Entwicklungsebene, dass Rechtsgrundlagen nur auf solchen Wegen geschaffen werden dürfen, die ihrerseits vom Recht vorgesehen sind. Extremfall 1, wir sind eine anständige, absolute Monarchie. Alle gesetzgeberische Gewalt ist im König inbegriffen. Ja, dann darf der König kraft eigenen Rechtes jedes Recht schaffen, das er für richtig hält. Und zwischen Willkür und Rechtsbindung ist dann zunächst mal kein Unterschied, es sei denn, die königliche Gewalt ist an eine göttliche Gewalt rückgebunden, wie es für die europäischen Könige immer war, wie es für die ägyptischen Pharaonen immer war, wie es für alle islamischen Könige, Kalifen, Sultane, wie immer sie heißen, gilt. Sie sind begrenzt in dem, was sie ein Recht schöpfen dürfen, durch das, was Gott schon in der Heiligen Schrift als Recht gesetzt hat. Aha, Religion kann definieren, was der Staat an Recht setzen darf. Was uns zur Folgebetrachtung an späterer Stelle führen wird, wie wir denn mit legitimer Rechtsetzung in Gesellschaften ohne Religion umgehen. Eine erste Antwort kann das andere Extrem in der Bandbreite der Möglichkeiten zeigen, von dem zu sprechen, ich vorhin begonnen habe. Es kann sein, dass ein Staat eine Verfassung hat, also ein System von Regeln, die genau festlegen, auf welche Weise etwas zum Recht wird. In Deutschland zum Beispiel ist von Verfassungswegen festgelegt, etwas wird dann zum Recht, a, wenn der Gesetzgeber etwas zum Gesetz beschließt, wenn b, die Regierung auf der Grundlage eines Gesetzes Rechtsverordnungen oder Verwaltungsvorschriften erlässt, oder wenn c, ein Verfassungsgericht erklärt, dass eine bestimmte Rechtsnorm nur in folgender Interpretation rechtens ist und eine andere Rechtsnorm verfassungswidrig ist und folglich nicht mehr angewandt werden darf. Folglich ist in einem Staat wie dem unseren völlig klar, auf welche Weise Recht in die Welt gesetzt wird.
in letzter Instanz von Parlamenten. Und nun kann man dann den parlamentarischen Weg, wie Gesetze gemacht werden, auch noch durch solche Verfahrensregeln prägen, die sicherstellen, dass Minderheiten in einer Gesellschaft in den Prozess der Rechtsetzung einbezogen sind. Dass es also eine Mehrheit braucht, dass die Mehrheit durch Aushandlungsprozessen zwischen Parlamentsfraktionen zustande kommt, dass parlamentarische Mehrheit durch Konkurrenz zwischen politischen Parteien zustande kommt und die Mehrheitsverhältnisse in freien Wahlen entschieden werden. Ja, man kann noch hinzufügen bei der Rechtsetzung das, was sich nennt plebiszitäre Instrumente oder Volksrechte oder direkte Demokratie. Man kann hinzufügen, dass ein Gesetz nur dann gesetzt werden darf, wenn es eine Volksabstimmung überlebt hat. Das heißt, man kann Partizipationsmöglichkeiten der Regierten sichern, sodass im Idealfall kein Recht besteht, das an intensiven Wünschen der Regierten vorbeigeht. Und dann freilich ist für die Sicherung, für die nachhaltige Sicherung von Legitimität schon eine ganze Menge gewonnen. Tja, ist das schon alles? Nach dieser zweiten Regel kann das Parlament ein Gesetz machen. Und ehrlich gesagt, das ist jetzt kein fiktives Beispiel, lediglich ein verfremdetes Beispiel, kann das Parlament machen, dass künftig deutsche türkischer Herkunft oder jüdischer Herkunft keine Deutschen mehr sind. Das Parlament kann die Regierung ermächtigen, Verwaltungsvorschriften zu erlassen, nachdem in Deutschland lebende türkische oder jüdische Abkunft, weil sie keine Deutschen mehr sind, am Leben der Deutschen keinen Anteil mehr haben dürfen, dass sie sich nicht auf Parkbänke setzen dürfen, die Deutschen vorbehalten sind, nicht öffentliche Verkehrsmittel benutzen dürfen, die Deutschen vorbehalten sind, keine Autos besitzen dürfen, weil das Deutschen vorbehalten ist, ja eigentlich auch nicht ins Land gehören, also deportiert werden müssen, weil sie doch wirklich kein anderes Land will, weil sie so Schädlinge an jedem Volkskörper sind, muss man leider Gottes die heroische Pflicht auf sich nehmen, die Menschheit von diesen Schädlingen zu befreien. In Auschwitz, in Belzec und so weiter. Das heißt, die zum Rechtsetzen befugte Körperschaft macht Gesetze, die es erlauben, dasjenige zu tun, was man gerade tun will. Selbst wenn es in die Rechte von anderen eingreift, in jene Rechte eingreift, die wir in der Regel Menschenrechte nennen. Und jeder weiß, in wie schlimme Zustände diese Möglichkeit, die etwa von der Weimarer Reichsverfassung geöffnet worden ist, geführt hat. Infolgedessen ist die nächste Entwicklungsstufe die, dass man sagt, nein, es darf auch auf gleich welchen prozeduralen Wegen nicht alles zum Recht gemacht werden, was man prozedural zum Recht machen könnte. Es darf nur das zum Recht gemacht werden, was mit Menschenrechten übereinstimmt. Jede staatliche Rechtsetzung findet ihre Schranken an Menschenrechten, die aller staatlichen Gestaltungsabsicht vorausgesetzt sind, die ihre Grenzen sind, die also vorstaatlich sind. Anders gewendet, der Mensch ist nicht des Staates willen da und muss auf bestimmte Rechte verzichten, weil der Staat dies und jenes braucht, sondern der Staat ist des Menschen willen da und darf nur solche Dinge tun, die mit den von Natur aus verfügbaren Menschenrechten nicht in Widerspruch stehen, nicht mit ihnen kollidieren. Und dann freilich kann man die Spielregel so machen, dass sämtliche staatliche Gesetzgebung von unabhängigen Verfassungsgerichten daraufhin überprüft werden kann, ob sie mit Menschenrechten in Übereinstimmung stehen oder nicht in Übereinstimmung stehen. Ist das schon das Höchste, was man erreichen kann? Nö, man kann es noch weiter treiben. Man kann sagen, ja, wenn der Staat ohnehin des Menschen oder der unterschiedlichen Menschenwillen da ist, ist es dann eigentlich plausibel, dass die staatlichen Gestaltungsmöglichkeiten an der Grenze der Menschenrechte einfach ändern, sodass der Staat den Menschen eben verhungern oder verdursten oder erfrieren sagt, ja, mein Gott, ich kann dir auch nicht helfen, hättest dich halt mehr angestrengt in deinem Leben. Dann hättest du was zu essen und um dich zu wärmen.
Ich als Staat verletze dann keine Menschenrechte, weil ich tue dem Kerl ja nichts. Der genießt das Recht eines jeden freien Bürgers, auf Straßen, öffentlichen Plätzen und unter Brücken und in Bahnhöfen zu nächtigen. Und das nicht nur zur Sommerszeit, sondern auch im Winter, wenn es schneit. Da wird man irgendwie das Gefühl bekommen, irgendwas stimmt da nicht. Und folglich kann man sagen, nein, wenn wirklich der Mensch der Bezugspunkt von Politik ist, dann muss doch ein Staat, der wirklich ein guter Staat sein will, sich verpflichten, solche Rechtsgrundlagen zu schaffen, auf deren Grundlagen er, der Staat, Handlungen ergreifen kann, wie Steuern auferlegen, Sozialabgaben einziehen und umverteilen, auf deren Grundlage der Staat Dinge tun kann, die ihrerseits aktiv der Sicherung und Durchsetzung von Menschenrechten dienen. Im Extremfall, der Staat muss eine Armee unterhalten, um in anderen Ländern, wo die Menschenrechte verletzt werden, einzumarschieren und die dortige Regierung daran zu hindern, ihrerseits die Menschenrechte zu verletzen. Was in den 90er Jahren eine vorherrschende Theorie des Völkerrechts geworden war. Es gibt die Pflicht zur humanitären Intervention. Der Staat muss sogar Truppen unterhalten, um der Menschenrechte willen irgendwo Krieg führen zu können. Sie merken, wie weit man diese Ansprüche treiben kann. Muss man vielleicht nicht so weit treiben, aber man kann sie so weit treiben, dass es, wie in der deutschen Rechtssprache, sogenannte Gesetzgebungspflichten gibt. Der Staat hat die Verpflichtung, Gesetze zu machen, die ihm ein auf die Sicherung der Menschenwürde ausgehendes Handeln erlauben. Wenn Sie also diesen vierstufigen Entwicklungsprozess von Rechtsstaatlichkeit, die an die Stelle von Willkürstaatlichkeit tritt, verstanden haben, alle staatliche Handeln braucht Rechtsgrundlagen. Die Rechtsgrundlagen müssen auf rechtlich vorgesehene Weise geschaffen werden. Es darf nur solches Recht geschaffen werden, das mit den Menschenrechten nicht in Widerspruch steht. Es muss der Staat Rechtsgrundlagen schaffen, die es ihm erlauben, die Menschenrechte durchzusetzen. Wenn Sie das begriffen haben, dann können Sie die Fachbegriffe, die eingeführt sind, begreifen. Für die ersten zwei Stufen von Rechtsstaatlichkeit gibt es den Begriff der formalen Rechtsstaatlichkeit, der meistens als ein abwertender Begriff verwendet wird, es aber der Sache damit nicht gerecht wird, denn formale Rechtsstaatlichkeit ist schon ein gigantischer Fortschritt in Bezug auf Willkürstaatlichkeit. Und sobald die staatliche Rechtsetzung an die Materie der Menschenrechte rückgebunden wird, haben wir das, was in der deutschen Rechtssprache materielle Rechtsstaatlichkeit heißt, dass nämlich das Recht nicht sozusagen ein eigenständiges, von Menschenrechten losgelöstes Gebilde ist, wie etwa im Rechtspositivismus, sondern rückgebunden ist an die Menschenrechte. Gleichen wir also den formalen und den materiellen Rechtsstaat ab. Rechtsstaatlichkeit meint, dass persönliche Willkürherrschaft beendet wird. Das heißt, das Prinzip Macht geht vor Recht gilt nicht mehr. In den internationalen Beziehungen gilt es theoretisch auch nicht mehr, faktisch aber eben schon. Und deswegen mein Satz vom Beginn der Vorlesung, wir haben leider die Vorzüge der Staatlichkeit noch nicht auf die internationale Ebene heben können. Es beginnt sämtliche Rechtsstaatlichkeit mit formaler Rechtsstaatlichkeit. Und wer über formale Rechtsstaatlichkeit verächtlich spricht, begeht einen großen Fehler. Er bringt nämlich sich selbst und jene, die ihm zuhören, auf falsche Gedanken. Es ist aber so, dass die formale Rechtsstaatlichkeit, wenn es nur diese gibt und nicht der Durchbruch zur materiellen Rechtsstaatlichkeit gelingt, dass die formale Rechtsstaatlichkeit in etliche Sackgassen gelangt. Das eine ist der Positivismus, der in der deutschen Weimarer Republik sich ausbreitete, welcher der österreichischen Bundesverfassung zugrunde liegt. Der große Vordenker des Positivismus ist ein deutscher Rechtslehrer mit Namen Hans Kelsen, schrieb ein berühmtes Buch, genannt Die reine Rechtslehre. Sein Ehrgeiz war es, die Rechtswissenschaft zu einer wirklichen Wissenschaft zu machen, die nicht von Werten oder Werturteilen geleitet wird, sondern die sich auf Rechtstatsachen bezieht. Und Recht ist das, was eine vom Recht vorgesehene Körperschaft als Recht erklärt. Aber wenn man sich auf die Haltung stellt, dann kann halt gestern etwas anderes Recht gewesen sein, als heute Recht ist. Was gestern Recht war, kann doch heute nicht Unrecht sein. So hat sich etwa Eichmann verteidigt bei seinem Prozess in Jerusalem. Er sei völlig unschuldig.
denn er habe nichts anderes getan als das, was zu seinen Amtspflichten gehörte. Ganz penibel und pingelig habe er sämtliche Vorschriften erfüllt. Und sein Auftrag sei es nun mal gewesen, die Transporte der Juden in die Vernichtungslager zu organisieren. Das habe er getan und man könne ihm keinerlei Pflichtverletzung nachweisen. Es war halt damals so, dass die Juden vernichtet gehörten. Hat er auch nichts daran ändern können. Folglich war all sein Verhalten rechtens. Im Anschluss an andere Diktaturen gibt es ähnliche Behauptungen. Ich erspare mir Beispiele in Bezug auf eine andere deutsche Diktatur. Eines Tages leuchtet uns ein, dass ein armes Schwein, das sich dahingehend einlässt, irgendwo Recht hat. Es ist ja keiner zum Widerständler von Natur aus geboren. Und die Grenzen auszutesten, wie weit man sich vom Mainstream abwenden kann, ohne kaputt zu gehen, naja, diese innere Stärke hat eben auch nicht ein jeder. Aber andernteils merken wir, es ist doch irgendwas falsch mit Staaten, die einen überhaupt auf die Idee bringen können, Dinge, die einem vom gesunden Menschenverstand, vom menschlichen Mitgefühl ja schon als widerlich zu erscheinen pflegen, die als rechtens zu empfinden, bloß weil die Rechtslage so ist. Das heißt, man muss schon darauf achten, wenn man einen guten Staat haben will, dass man sich nie in die Falle des Rechtspositivismus je wieder hineinbegibt. Recht muss immer rückgebunden sein an Menschenrechte. Die andere Sackgasse, und jetzt komme ich endlich auch mal wieder zur DDR, das ist die politisch funktionalisierte Gesetzlichkeit. Da ist der Leitgedanke der, Recht ist ja nicht seiner selbst willen da. Recht soll einem guten Zweck dienen. Der gute Zweck ist das objektiv Notwendige. Das objektiv Notwendige ist der Fortschritt der Menschheit. In jeder historischen Phase gibt es eine fortschrittliche Klasse und die nicht fortschrittlichen Klassen. Wer also Recht richtig anwenden will, muss Recht im Sinn des Fortschrittes anwenden. Nur parteilich angewandtes Recht ist richtig angewandtes Recht. Wenn sich bourgeoise Kräfte darauf berufen, dass die Meinungsfreiheit doch auch die Freiheit einschlösse zu sagen, dass der historische Materialismus falsch ist und die Herrschaft unserer Partei illegitim, dann muss man sagen, er täuscht sich. Erstens ist der historische Materialismus eine Wissenschaft, aus der hervorgeht, dass wir zurzeit das Recht des Regierens haben. Und zweitens ist genau die Herrschaft unserer Partei dasjenige, was den Menschen jetzt gut tut. Wollen wir sie wieder in den Faschismus zurückfallen lassen? Der ganze Antifaschismus ist bisslos, wenn Profaschisten das Recht haben, ihre Meinung zu äußern. Keine Bühne für Faschisten und für ihre bürgerlichen dummen Helfer. Recht muss parteilich angewendet werden. Nur dann ist es richtig angewendet. Weswegen in der DDR, die als guter deutscher Staat alles perfektionierte, politisch wichtige Urteile, bevor sie gefällt wurden, zwischen Parteileitung und Richterschaft abgesprochen wurden. Auf diese Weise wurde verhindert, dass falsches Recht gesprochen wird und das kann ja nur richtig sein. Ich meine, wenn die Hintergrundtheorie stimmt, dass jene, die gerade herrschen, das Recht haben zu herrschen, und zwar alternativlos, dann ist es ganz in Ordnung. Aber was, wenn das nicht gewährleistet ist? Dann schaut es schlecht aus für die Menschen, für die angeblich der Staat gemacht wird. Fazit: Es ist erst die materielle Rechtsstaatlichkeit, die den formalen Rechtsstaat, der seinerseits schon ein großer Fortschritt ist, der den formalen Rechtsstaat am Menschen als einem eigenständigen Rechtsträger verankert. Ein Mensch, der Rechte hat, ganz unabhängig davon, welche Weltanschauung gerade regiert und welche Partei gerade am Ruder ist. Wenn das kapiert ist, kann man den materiellen Rechtsstaat in seinen Grundaussagen vor Augen führen. So, jetzt mag ich mal denen, die da die ganze Zeit quasseln, sagen, ich habe nichts dagegen, wenn ihr quasselt. Aber quasselt draußen. Ja? Der materielle Rechtsstaat stellt also klar, dass nicht der Staat oder die Gemeinschaft dem Einzelnen irgendwelche Rechte verleiht
Und ehrlich gesagt, in der deutschen politischen Sprache gibt es diese Formel noch viel zu häufig. Der Staat hat uns ja diese Rechte gegeben. Das Grundgesetz verleiht uns die folgenden Rechte. Das, mit Verlaub gesagt, ist eine Untertanenhaltung. Der Staat verleiht überhaupt keine Rechte. Der Staat akzeptiert lediglich, dass er bestimmte Rechte nicht hat und sich nicht anmaßen darf, wenn er nicht übergriffig werden mag. Der materielle Rechtsstaat steht klar, der Staat verleiht keine Rechte, sondern jede Person besitzt Rechte. Und zwar allein deswegen, weil er oder sie ein Mensch ist. Und der Staat hat das gefälligst zu akzeptieren und da nicht herumzupfuschen. Folglich, und an der Stelle fliegt der nächste Teil der Belegschaft meistens aus der Kurve, folglich setzt der materielle Rechtsstaat der Demokratie Schranken. Rechtsstaat und Demokratie sind in keiner Weise das Gleiche. Höchstens der positivistische Staat, der positivistische Rechtsstaat kann mit Demokratie gleichgesetzt werden. Und so dachte sich das Hans Kelsen auch, weil er nicht davon ausging, dass eine Mehrheit irgendwann menschliche Scheußlichkeiten begehen wollen würde. Der Rechtsstaat, der materielle Rechtsstaat, setzt der Demokratie Schranken. Keine noch so große Mehrheit hat das Recht, anderen die Menschenrechte wegzunehmen. Selbst wenn bei einer Volksabstimmung 90% der Deutschen beschließen würde, dass künftig alle Mitbürgerinnen und Mitbürger türkischer oder jüdischer Abstammung keine Deutschen und folglich alle ihre Rechte für verlustig zu erklären wären, wäre diese eindeutig demokratische Entscheidung, wenn auf freie Wahlen gegründet, keine akzeptable, weil die Mehrheit in einem materiellen Rechtsstaat nicht alles darf. Und genau deswegen ist es auch das Recht des Verfassungsgerichtes, jeder Entscheidung eines Parlaments in den Weg zu treten, wenn diese Entscheidung im Blick auf die Menschenrechte übergriffig wird. Demokratie und Rechtsstaat sind nicht zwei Seiten der gleichen Medaille. Zwischen Demokratie und materiellem Rechtsstaat besteht eine dialektische Spannung, eine unauflösbare Spannung. Und sowohl die Bindung des Staates und gleich welcher Mehrheit an die Menschenrechte muss man sichern, wie freilich auch das Recht der Gesellschaft, darüber zu debattieren, wo denn die Menschenrechte ändern. Denn das ist zum Teil eine Interpretationsfrage, die zu unterschiedlichen Zeiten anders beantwortet wird. Und das führt uns überhaupt zur grundlegenden Diskussion, ob denn die ganze Denkfigur überhaupt Hand und Fuß hat, an der der Rechtsstaat materielle Art hängt. Denn bislang war das Argument, dass sich der Staat und sein Rechtssetzen bricht an den Schranken der Menschenrechte. Aber gibt es denn überhaupt vorstaatliche Menschenrechte? Gibt es sowas überhaupt? Schauen Sie, alles, was wirklich sicher ist, ist, dass wir ziemlich komplexe Wirbeltiere sind, aus der Abteilung der Säugetiere. Dass unsere Spezies vor ungefähr 5 bis 7 Millionen Jahren entstanden ist, dass unsere moderne Baureihe so ungefähr so vor 200.000 Jahren entstanden ist, dass sich unsere Spezies in verschiedenen Auswanderungswellen aus Afrika über die ganze Erde verbreitet hat, dass wir also ziemlich komplexe und arrogante Viecher sind. Das steht ohne allen vernünftigen Zweifel fest. Dass wir besondere Rechte haben im Vergleich zu einer Fliege, die wir jederzeit umbringen, im Vergleich zu Schweinen, Gänsen, Hühnern, Kühen, Wildschweinen, Rehen, die wir mit großer Lust und Laune essen, sofern wir keine Vegetarier sind. Dass sogar die Debatte ist, ob denn Menschenaffen Rechte haben könnten, die das Experimentieren mit Schimpansen etwa unter Strafe stellen sollten. Das alles sind Fragen, die wir am liebsten von uns weisen. Denn wenn eine Kuh kein Recht auf ein Leben hat, was bei den Hindus anders ist im Übrigen, wieso soll ein Lebewesen, das so furchtbar weit von einer Kuh nicht entfernt ist wie ein Mensch, plötzlich Rechte haben? Und nehmen Sie die Frage ernst genug,
Denn tatsächlich ist die Idee von den vorstaatlichen Menschenrechten keine Idee, die immer schon verbreitet war. Typisch für Geschichte und Gegenwart sind ganz andere Ideen. Manche offensiv verfolgt, manche insgeheim verfolgt und nicht gerne eingestanden. Das sehen Sie an den Beispielen. Die Geschichte der Menschheit ist voll von Sklaverei. Andere Menschen sind einfach Sachen, die können in meinen Besitz übergehen. Ich kann damit machen, was ich will. Und in den USA war Sklaverei bis zum Bürgerkrieg eine ganz normale Sache. In veränderter Gestalt gibt es sie heute noch. Üblich in der Geschichte und auch in der Gegenwart ist die Wahrnehmung von anderen Menschen als Störfaktoren. Jetzt rede ich gar nicht von den politischen Störfaktoren, die man bekämpfen und ausgrenzen muss. Behinderte zum Beispiel. Es gibt inzwischen schöne Gerichtsurteile, dass, wenn Sie im Urlaub in dem gebuchten Hotel allzu viele Behinderte angesichtig werden, dass das Ihre Entspannungsmöglichkeiten beschränkt und folglich der Reiseveranstalter Ihnen einen Kostennachlass zu gewähren hat. Und Menschen, bei denen Trisomie 21, Vulgo Mongoloismus, diagnostiziert wird, bei der pränatalen Diagnostik, die werden heute zum größten Teil nicht geboren. Sowas kriegt man doch eigentlich gar nicht mehr. Wie kann man so unverantwortlich sein, so einen Spasten überhaupt in die Welt zu setzen? Was denn unsere Sozialkosten, unsere Sozialkassen alles belastet? Und überhaupt das Schulsystem, jetzt müssen wir noch Inklusion machen mit diesen Leuten, die einfach gaga sind. Sowas kriegt man doch heute nicht, sowas diagnostiziert man doch davor. Ich hoffe, Sie merken in meiner sarkastischen Ausdrucksweise, dass ich von realen Problemen spreche. Und dass die gesellschaftliche Mehrheitsmeinung ist, wer nicht so richtig ist, der soll am besten auch gar nicht geboren werden. Das kann bis zur Unerwünschtheit überhaupt von Menschen, die zum falschen Zeitpunkt gezeugt worden sind, führen. Und die Abtreibungsstatistik kann jeder selber nachschlagen. Und da wird er von vorstaatlichen Menschenrechten ihr so furchtbar viel Niederschlag nicht finden. Und dann, wenn es schon dank medizinischer Fortschritte die Möglichkeit gibt, dass sozusagen überzählige Embryonen entstehen bei künstlicher Fertilisation, dann lautet die Frage und die ganz praktische Frage, wie geht man mit den sogenannten überzähligen Embryonen um? Sind das sozusagen Menschen, die man aufbewahren muss in Kühlboxen? Wenn ja, wie lange? Was ist das Verfallsdatum? Wenn man sie nicht aufbewahren muss, denn das kostet ja auch jede Menge von Energie und schadet unserer CO2-Bilanz, wenn die schon nicht aufbewahrt werden, sollen die dann einfach kaputt gehen lassen? Ist doch wertvolles Material, kann man unglaublich viel interessante medizinische Forschung machen. Sollen denn die überzähligen Embryonen nicht der Forschung zur Verfügung gestellt werden? Und wenn Sie ein bisschen in die deutsche Gesetzgebungsdebatte gehen, der letzte, der vorletzte Bundestag haben darüber viel debattiert. Wenn Sie das sich vor Augen führen, ist es evident, dass die Vorstellung, es gäbe so etwas wie vorstaatliche Menschenrechte, auch in der Gegenwart keine verbreitete ist. Der Mensch beginnt für die meisten Menschen erst nach der Geburt. Davor ist man scheint kein Mensch. So, wie kann man denn vorstaatliche Menschenrechte, an die meisten eh nicht glauben, zumindest theoretisch begründen versuchen? Und ich blättere Ihnen einfach mal die wichtigsten Begründungen in der Geschichte des politischen Denkens durch. Die klassische ist die religiöse Begründung, die inzwischen über den Islam wieder neue Bedeutung erlangt. Denn während man christliche Religiosität ja jederzeit als gestrig und irgendwie gaga und abseitig etikettieren kann, macht man das beim Islam besser nicht, denn dann ist man islamophob und ein Rassist und das gehört sich nicht. Es ist auch ein wenig riskanter, als wenn man christliche Religiosität kritisiert. Also, die religiöse Begründung von Muslimen, intensiv vertreten, lautet, Gott als Schöpfer hat jedem Menschen die gleichen Rechte gegeben. Und diese Rechte, die Gott Menschen verliehen hat, indem er sie geschaffen hat, biblisch gesprochen, Gott hat jedem bei seinem Namen gerufen, als Individuum gewollt. Weil das so ist, hat der Mensch nicht das Recht, dem anderen sein Leben zu nehmen. Das hat jahrtausende lang viele Leute überzeugt. Das Problem ist nur, wenn nicht an Gott geglaubt wird, hängt diese ganze Begründung in der Luft.
Und nachdem weitestgehend keiner mehr an Gott glaubt, außer Muslimen und einem klitzekleinen Teil von Christen, kann man sich auf diese, ja, Juden und so weiter will ich jetzt einbeziehen natürlich, kann man sich auf diese Begründung nicht verlassen. Es gilt sogar als störend, wenn man mit religiösen Argumenten in Menschenrechtsfragen auftritt. Dann gibt es die philosophische Begründung, die hat was Schönes an sich, die läuft im Wesentlichen auf die Versicherung hinaus, es gehört zum Wesen des Menschen, Träger eigenständiger Rechte zu sein. Zum Begriff des Menschen gehört es denknotwendig, ihn als ein Wesen sich vorzustellen, das eigene Rechte hat. Wenn Sie sich auf die Argumentation an Nähe einlassen, merken Sie, dass in die Prämisse, nämlich den Menschenbegriff, kunstvoll alles das hineingelegt wird, was man 300 Seiten später nach langen logischen Auslegungen als Schlussfolgerungen herausnimmt. Ich meine, wenn man sich einem Menschen so denkt, als hätte er von Natur aus bestimmte Rechte, ja, dann ist der Mensch eben so, wie man ihn sich denkt. Aber welche Notwendigkeit gibt es sich, uns als hochentwickelte Viecher zu denken, als ob wir irgendwelche Rechte hätten? Haben Kühe Rechte, Stubenfliegen Rechte, Schimpansen Rechte? Also, im Grunde liegen hier immer Zirkelschlüsse vor. Man legt einfach in den Begriff Wesen des Menschen von vornherein alles das hinein, was man anschließend kunstvoll versteckt in der brüchigen Argumentation aus dem anfangs hineingelegten wieder ableitet. Für den, der sich selber gerne belügen mag, ist das natürlich angängig, aber das gehört eigentlich nicht zum Wissenschaftlersein. Dann gibt es eine dritte Möglichkeit, das ist Tabubildung und Setzung. Da wird nicht gesagt, der Mensch hat von Natur aus bestimmte Rechte, sondern es wird gesagt, lasst uns die Regel einführen. Verhalten wir uns so, als ob Menschen von Natur aus bestimmte Rechte haben. Und vielleicht auch Schimpansen von Natur aus bestimmte Rechte haben. Und vielleicht auch andere Lebewesen von Natur aus bestimmte Rechte haben. Setzen wir einfach diese Regel und verhalten wir uns ihr gemäß. Wir setzen doch so furchtbar viele Regeln und verhalten uns ihr gemäß. Schauen Sie, im Fußball kann man die Abseitsregel setzen oder auch nicht setzen. Man kann Einwurfregeln machen oder sein lassen. Man kann die Fußballregel ändern. Wir setzen sie einfach und folgen ihnen dann. Was ist irrational daran? Nicht das Mindeste. Wenn das Spiel, das rauskommt, schön ist und funktioniert, dann werden die Regeln auch schön sein. Also setzen wir Regeln, als ob Menschen eigenständige Rechte hätten. Und wenn das Spiel, das rauskommt, uns gefällt, dann ist es okay. Aha, leuchtet irgendwo ein. Aber was passiert, wenn die Denkfigur von den Menschenrechten eben uns unbequem wird, wie bei den vorigen Beispielen, Behinderte und so weiter? Naja, da muss man jetzt einfach sehen, dass die meisten Setzungen von Menschenrechten, wenn sie sich nicht religiös zu begründen oder philosophisch eine Begründung zu erschleichen versuchen, auf Setzungen beruhen. Aber diese Setzungen beruhen nur so lange auf halbwegs stabilen Grundlagen, wie die letzten Schrecken von Menschenrechtsverletzungen weit genug weg sind. Als den Deutschen noch der Holocaust vor Augen intensiv stand, da hatte die Rede von den unveräußerlichen Menschenrechten einen anderen Klang aus den Zeiten, wo das eine ferne historische Reminiszenz ist, um von den Toten des Stalinismus und des Maoismus ganz zu schweigen. Sowas verblasst. Es ist dann die Aufgabe zum Beispiel von Kunst, von Bildern, von Romanen, immer wieder sozusagen das innere Erschrecken zu kultivieren, aus dem, was Menschen einander antun können, wenn sie sich nicht an die gesetzte Regel halten, behandle deinesgleichen so, als ob er oder sie von Natur aus bestimmte Rechte hätte, obwohl wir in Wirklichkeit nur wissen, dass wir hochentwickelte Viecher sind. Und sie merken, dass wir wieder in einer Gratwanderung sind. Natürlich ist es lästig, mit Behinderten umzugehen oder mit unerwünschten Kindern umzugehen. Natürlich ist es lästig, wenn wir uns eingestehen müssen, dass manche wunderbaren Bauten für die nächste Fußballweltmeisterschaft faktisch von Sklaven errichtet werden, die der gute Franz Beckenbauer in Katar nicht gesehen haben will. Aber es ist sehr angenehm. Man lebt sehr gut damit. Und bitte, es sind auch bloß ganz wenige. Im Vergleich zu den vielen Menschen, die glücklich leben, wie viele sind da wirklich ausgebeutete Arbeits- oder Sexsklaven?
Mein Gott, ein paar hunderttausend abgetriebene Kinder. Mein Gott, wenn ich mir klar mache, dass jeden Tag hunderttausende verhungern, da kommt es doch auf die auch nicht drauf an. Ja? Merken Sie das Oszillieren? Im Einzelfall erschrickt man, im Aggregat nimmt man es hin. Wie das meiste auf der Welt. Wie das allermeiste auf der Welt. Wir sind, scheint's, wirklich aus krummem Holz gebaut. So, so viel zum Angelpunkt von materieller Rechtsstaatlichkeit und der Brüchigkeit seiner Grundlagen. Und folglich wird erst recht sichtbar, dass nicht nur der Staat, wenn er funktioniert, ein Wunderwerk ist, sondern der materielle Rechtsstaat erst recht. So, und jetzt wieder weg vom emotional Heißen und zu den Niederungen des Rechtstechnischen. Was gehört zu einem Rechtsstaat, damit in der Praxis funktioniert? Es braucht unabhängige Gerichte, die nicht nach der Pfeife der Politik tanzen. Die Richter müssen unabhängig sein, und zwar in jeder Hinsicht. Sie dürfen nicht gegen ihren Willen versetzt werden. Man darf lediglich in Grundzügen ihre Arbeitsleistung kontrollieren. Ob der Richter im Gericht oder zu Hause arbeitet, das bleibt ihm unbenommen. Freilich muss man für genügend Richter sorgen, damit die ihre Aufgaben erfüllen können. Es braucht den Prozess vor dem gesetzlichen Richter. Das heißt, wer der Richter über einen ist, darf nicht angeklagten oder falltypisch ausgesucht werden, sondern es wird in Deutschland umgesetzt in Geschäftsverteilungsplänen vor den Gerichten. Es ist in der Regel klar, ob ein Fall vor das Zivilgericht, vor das Strafgericht, vor Sozialgerichte oder so weiter gehören. Und dann kriegt dieser Fall beim Gericht eine Eingangsnummer und gemäß dem Geschäftsverteilungsplan ist festgestellt, welcher Richter für diese Eingangsnummer zuständig ist. Sodass die Wahl des Richters blind ist und gesetzlicher Richter meint, kein persönlich ausgesuchter, sondern einer dem Geschäftsgang nach anonym zugewiesener Richter ist es. Es braucht die sogenannte Rechtswegegarantie. Das heißt, es muss möglich sein, nicht nur vor Gericht zu ziehen, sondern es muss möglich sein, das Urteil anzufechten in einer weiteren Instanz. Und dieser Rechtsweg muss auch begehbar sein. Es muss außerdem die materielle Möglichkeit geben, vor Gericht zu gehen. Was nutzt uns das schönste Justizsystem, wenn ich mir es nicht leisten kann, mich gegen meinen üblen Nachbarn zu verteidigen? Das geht bis zu dem Punkt, dass der Staat Verteidiger bezahlt, einem die Gerichtskosten ersetzen kann. Und äußerst wünschenswert ist es, freilich auch eine sehr späte Fruchtentwicklung von Staatlichkeit, wenn im politischen System ein Verwaltungsgericht existieren. Wo also der Staat dort, wo er konkret wird als Staatsverwaltung und wo er eben auch Unrecht begehen kann, vor einem Gericht verklagt werden kann. Das kann auch leicht hypertrophieren. In Deutschland ist es so, dass die Aufgabe, Gesetze und Verwaltungsverfahren verwaltungsgerichtssicher zu machen, immer größere Anteile der Energie, der gesetzgeberischen und der administrativen Energie bindet. Alles auf der Welt hat seine Kehrseiten, auch so etwas Tolles wie ein Rechtsstaat. Und ganz toll ist es außerdem, wenn es Verfassungsgerichte gibt, wo also nicht nur der Staat als Exekutive verklagt werden kann, wie vom Verwaltungsgericht, sondern wo der Staat auch als Legislative verklagt werden kann, wenn er, der Staat, nämlich Gesetze macht, die der Verfassung widersprechen. Oder wo die Exekutive Verhalten begeht, welches der Verfassung widerspricht. Das sind sehr fortgeschrittene Möglichkeiten, einen Rechtsstaat zu sichern. Und die Denkfigur allein schon hat was Tolles. Der Staat ist nicht nur sozusagen ein Herrschaftssystem, das für seine angebbaren Befehle Gehorsam erzwingen kann, wie es die Definition von Herrschaft war, sondern der Bürger kann den Staat verklagen. Das heißt, der Bürger ist kein Untertan mehr, welcher der Willkür der Mächtigen hilflos ausgesetzt ist. Der Bürger ist ein Rechtssubjekt. Der Bürger ist jemand, der dem Staat Schranken setzt. Und wenn sich der Staat nicht daran hält, dann geht der Bürger vor Gericht und der Staat kann verklagt werden und kann den Prozess verlieren und zu Wiedergutmachungen verurteilt werden. Das ist eine gigantische Errungenschaft, die man so im Alltagsdenken allzu oft allzu gering einschätzt. Damit haben wir die erste Bändigungsmöglichkeit der Staatsmacht uns vor Augen geführt. Und wir schauen noch hinein in Grundlegendes über die zweite Bewältigungs- oder die zweite Bändigungsmöglichkeit von Staatsgewalt. Das ist nämlich die Aufteilung der Staatsgewalt. Der Zweck von Gewaltenteilung ist, wie Montesquieu es schön formuliert hat,
dass das entsteht, was ein Gouvernement modéré ist, eine gemäßigte Regierungsweise, wo zwar effektiv regiert wird, aber eben gemäßigt regiert wird. Und dazu gibt es vielerlei Möglichkeiten. Winfried Stefani hat nicht weniger als 6 unterschieden, die allesamt die Gewaltenteilung ergeben. Nur im ersten Aufriss sei zu allem etwas gesagt und in der nächsten Stunde gehen wir alle detailliert durch. Soziale Gewaltenteilung meint, dass man ein politisches System so einrichtet, dass die Macht im Staat nicht immer den gleichen sozialen Gruppen zufällt. Also nicht immer nur den Adligen oder den Reichen, sondern dass jeder Zugriff auf die Staatsgewalt haben kann. Und das ist viel, viel leichter gefordert als in der Praxis verwirklicht. Dezisive Gewaltenteilung meint, dass es nicht eine einzelne Stelle gibt, an der entschieden wird, was allgemein verbindlich gemacht werden soll, sondern dass in der Gesellschaft an verschiedenen Stellen sich verschiedene Gruppen von Leuten dafür engagieren, etwas Bestimmtes durchzusetzen oder zu verhindern. Dezisive Gewaltenteilung meint praktizierter Pluralismus mit Mehrheitsprinzip am Schluss. Vertikale Gewaltenteilung meint, dass unser politisches System mit dem Kreislauf aus Input, Output, Transformation nicht nur ein einziger Kreislauf ist, sondern dass es verschiedene Systemebenen gibt mit jeweils eigenen Systemkreisläufen. Die Kommunen, die Bundesländer oder Provinzen, der Nationalstaat, die Europäische Union, supranationale Strukturen. Horizontale Gewaltenteilung meint, dass die Staatsgewalt auf verschiedene Institutionen aufgeteilt wird, die ihrerseits in verschiedenen Beziehungen zur regierten Bevölkerung stehen. Parlamente in wesentlich engerer Rückkopplung etwa als Gerichte. Temporale Gewaltenteilung meint, dass Gewalt, dass Macht immer nur auf Zeit anvertraut wird und sie nach einer bestimmten Zeit einesteils die Machtgeflechte auflösen, wie um amerikanische Präsidenten in ihrer zweiten Wahlperiode, oder dass das Mandat, wenn man es verlängert haben will, auf einer freiwilligen Entscheidung der Wählerschaft beruht, die freilich auch verweigert werden kann, sodass Leute, die ein öffentliches Amt innehaben wollen, ständig Angst sozusagen vor dem nächsten Wahltermin haben müssen und folglich sich nicht allzu weit oder allzu lange von dem entfernen können, was die Bevölkerung zu akzeptieren bereit ist. Und konstitutionelle Gewaltenteilung schließlich meint, dass die Festlegung der Spielregeln, nach denen im Staat Politik gemacht wird, eine anspruchsvollere ist und ihre Veränderung größere Mehrheiten verlangt als die Veränderung der einfachen Gesetze, die das Staatshandeln regeln. Also das Auseinanderziehen von verfassungsgebender und gesetzgebender Gewalt. Wenn das alles realisiert ist in einem Staat, dann entsteht ein ziemlich moderates, ein ziemlich humanes, ein ziemlich legitimationsstarkes politisches System. Und wie die Wirkungsketten im Einzelnen sind, das sehen wir uns am nächsten Dienstag an. Tschüss, bis dahin.